Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, also die FDP und AfD Schulter an Schulter gegen den Wolf, also dass ich das noch erleben muss. Ja, der Wolf ist ein hochemotionales Thema. Und es wäre manchmal gut, wenn die gleiche ungebremste Emotionalität auch bei Kinderarmut, bei perversem Reichtum und bei Rassismus in diesem Land mal aufkeimen würde. Und etwas mehr Gelassenheit würde dieser Debatte ehrlich gesagt auch gut tun. Immerhin leben zum Beispiel in der rumänischen Stadt Brașov nahe der Karpaten 40.000 Menschen mit 40 Braunbären in der Nachbarschaft friedlich zusammen. Es geht also, wenn man das will. Aber unbestritten ist die Rückkehr des Wolfes eine Herausforderung. Auch für uns als Gesetzgeber und für uns als Linke gehört allerdings der Herdenschutz wirklich ins Zentrum der Debatte. Denn es ist völlig egal, wie man zur Jagd gegen den Wolf, was man davon hält. Auch vor den Wölfen, die die AfD und die FDP immerhin das Lebensrecht nicht abspricht, auch vor denen müssen die Weidetiere geschützt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da an der Seite derer stehen, die sich darum kümmern. Allerdings habe ich zum Beispiel auch erfahren, wie Herdenschutz funktioniert, der hier mal in Frage gestellt wird. Ich war 2011 in Sachsen unterwegs. Dort hat mir ein Schäfer erzählt, der seine Schafe zwischen 5 Rudeln hält, wie das funktionieren kann. Und er hat mir auch erzählt, dass er tatsächlich erstens mal 60 Wölfe schon selbst gesehen hat, was auch ungewöhnlich ist. Und trotzdem hat der Herdenschutz funktioniert. Allerdings erst nach einem langen Lernprozess, und zwar sowohl diesseits als auch jenseits des Zaunes und mit Herdenschutzhunden. Auch da muss ich wieder sagen, es geht also, wenn man das will. Deshalb ist, wie gesagt, für die Linke wichtig, dass der Herdenschutz funktioniert. Und wir unterstützen deswegen die Forderungen, die viele Weidetierhalterinnen und Heilweidetierhalter aufgestellt haben. Erstens einen Rechtsanspruch auf angemessene finanzielle Unterstützung bei Herdenschutz und beim Schadensausgleich. Zweitens mehr Rechtssicherheit. Und drittens mehr für die Forschung und Beratung zu tun, und zwar in einem Herdenschutzkompetenzzentrum. Das würde den Weidetierhaltungen wirklich helfen. Und vor allen Dingen muss der Herdenschutz eben schon stehen, noch bevor der Wolf angekommen ist, damit er gar nicht erst den gedeckten Tisch entdeckt. Leider ist auf der Bundesebene noch nicht so viel gelungen. Die Koalition hat zwar im vergangenen Sommer mit einem Antrag festgestellt, dass sie eben nicht nur für den Arten, sondern auch für den Herdenschutz zuständig ist. Aber das beschlossene, damals auch beschlossene Herdenschutzberatungsstelle ist nicht gekommen. Nicht mal die in Aussicht gestellte Erleichterung bei der Haltung von Herdenschutzhunden ist gekommen. Also insofern ist das einfach unterlassene Hilfeleistung aus meiner Sicht, und das muss geändert werden. Und die Situation ist auch noch viel dramatischer. Denn ich sage es noch mal, die Schäferei ist in der Krise lange bevor der Wolf hier angekommen ist. Sie ist nämlich die große Verliererin der einer falschen Agrarpolitik in diesem Land. Zum Beispiel wurde ihnen 2005 die Mutterschaftsprämie gekürzt oder gestrichen. Es hat zu Existenznot und Altersarmut geführt. Und daran ändert eben auch die Nutzung von anderen Fördermitteln wenig. Und genau deswegen gibt es 22 Mitgliedstaaten in der EU, die diese Weidetierprämien weiterzahlt. Und ich verstehe nicht, dass Deutschland hier die Ausnahme nicht zulässt. Denn diese Ausnahme ist gut begründet. Es ist unbestritten, dass die Schäfereien gebraucht werden. Hier geht es um öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, nämlich kein Deich ist so fest wie ein beweideter, keine Wiese ist so artenreich wie eine beweidete. Beweidete Flächen brennen auch nicht so schnell. Und von der Lebensmittel und der Wolle, die produziert, mal ganz abgesehen. Und die Schafe sind übrigens auch die, die am tierschutzgerechtesten gehalten werden. Also insofern, wir dürfen dem Sterben bei den Schäfereien nicht länger zuschauen. Und deshalb ist es gut, dass Rot-Rot gerade die Deichbeweidung besser fördert, dass Rot-Rot-Grün in Thüringen tatsächlich auch eine landesweite Tierprämie beschlossen hat. Aber der Bund muss hier mehr tun. Wir fordern eine Weidetierprämie. Wir bleiben dabei. Und ich sage Ihnen auch von der Koalition, insbesondere der SPD, Ihre Verweigerung ist ein Brandbeschleuniger bei den Konflikten vor Ort. Und deswegen müssen Sie endlich handeln. Wir dürfen die Schäferei nicht sterben lassen. Vielen Dank. Der Kollege Harald Ebner hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.